Yo, moin moin! Willkommen zurück zu Morphion 3. Was dürfen wir heute machen? Das Geldversteck der Putzkolonne ausräumen. Dazu müssten wir rein, es ist einiges los. Also machen wir das natürlich heimlich. In der Hoffnung, heimlich währt am längsten. Ob das so passt oder nicht, das wissen wir nicht. Aber wir hoffen es natürlich. Ha, süß. Ich bin. Ah, Alter. Sinnvoll. So, das dürfen wir ausräumen. Das heißt also, ich habe keine Waffe. Ah, fuck. Ich habe keine Waffe. Mit Charlie. Das ist ja blöd. Aber den immer so. Du Idiot. Töten steht da hinten. Töten. Töten. Töten sie alle, oder? Natürlich. 2000. Das läuft ja. 10.000. Das ist crazy. So, da hinten ist einer. Oder vorne. Der hat auch eine Warpe. Eine Rappen. Wir holen natürlich jeden. Logisch. Wir wollen ja auch was bewirken. Eine Notiz. Mach dir keine Sorgen, Monsieur. Alles wird gut. Wir werden irgendeine Lösung aushandeln und das zusammen abzahlen. Ich liebe dich unendlich, deine liebende Frau Susi. Wer ist denn Susi? Ich habe keine Ahnung, wer Susi ist. Ich kenne Susi auch nicht. So, mein Lieber. Okay, hier geht's nicht raus. Aber da hinten kann ich aufmachen. Mal gucken generell, wie weit ich denn hier heimlich vorkomme. Hallo. Ich habe sicher etwas gehört. Hallo. Ist ja doof. Bist du nur ein Pfosten? Hä? Der ist echt ein Idiot. Hat er jetzt echt gehofft? Er könnte mich vorher mitkriegen? Vor allem sind die überall solche Typen. Oh, da liegt ein Tod rum. Spätestens, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Schreien gerade eben, hat doch jeder verstanden. Alter, was machen die denn hier bitte? Jetzt geht's los, Jungs. Ich töte euch alle, ihr Wichser. Oh, hier ist ein Cop. Hier ist irgendwas Komisches passiert. Eindeutig. Ich glaube, das sollte ja nicht so sein, wie es ist. Noch eine Notiz von Mary. Der treulose Bastard glaubt, ich hätte keine Ahnung, dass ich nicht wüsste, wo er nachts hingeht. Er wird das Royal gegen 11 Uhr verlassen. Da kannst du ihn erwischen. Mir ist es egal, wie du es anstellst, aber sorg dafür, dass es für die Versicherung gut aussieht. Mary. Und da liegt einiges an Schotter rum. Trotzdem ist es hier irgendwie crazy und makaber. Und da hinten geht's weiter. Oh mein Gott, ey. Krass. Ohne Mist, Leute. Was ist hier passiert? Oh, hier ist noch einer drin. Was für eine... Um Gottes Willen, was ist hier passiert? Das mal an, das geht ja gar nicht. Das ist extrem erschreckend, ey. Extrem. Hier liegt noch einer rum. Irgendwas ist hier ganz, 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 ganz makaber. Makaber. Ich will nicht wissen, was in diesen... Oh mein Gott.
Erschreckend. Erschreckend ist das. Aber ich glaube, sie haben die gerechte Strafe bekommen. Ich will eigentlich nicht mit dem mit. Nee, ich will nicht damit rumfahren. Das dauert immer so ewig. Der Müllwagen ist an sich zwar sehr lustig, aber. Ja. Er fährt sich auch scheiße. Aber sind überall welche. Hier ist noch einer. Und ein normales Auto gibt es ja nicht. Das bedeutet also was? Genau. Wir holen jetzt zum einen mal die Consiglera. Um ein bisschen Cash loszuwerden. Wir haben 16.000 und vielleicht noch ein bisschen Cashback, keine Ahnung. Willst du was einzahlen? Nee. Egal. Und jetzt holen wir uns auch noch ein schönes Auto. Und zwar nehmen wir. Puh. Barclay Stallion. Lasseter Leopard. Willst du mir eine neue Karre besorgen? Ja, den. Barclay. Bin dabei, Kampf steht hier. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Wer ruft die Polizei? Wer ruft die Polizei? Der ruft die Polizei. Perfekt. Und jetzt raus hier. Und der. Und der. Die. Und die. Gut jetzt, Mensch, Leute. Was ist denn hier passiert, ey? Krass, ey. Kann ich das Ding ja nehmen? Nö. Also ich kann das Ding bestimmt nehmen, aber hier passiert halt nichts. Schade. Jetzt müssen wir zu Maria. Oh ja, 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 wir cruisen hier ganz geil mit dem Ding. Stimmt, ich habe ja auf Stimulation umgestellt. Oh mein Gott. Ich habe auf Stimulation umgestellt. Ich setze mich jetzt immer auf meine Steuerknüppel. Egal. Oh, ich muss. Oh, ich muss. Ich muss. Ja. Natürlich bin ich durchgeknallt. Hallo? Kennt mich doch. Muss ich hin? Wow, meine Gute. Er wurde wütend. Wo sitzt die denn, die Gute? Egal, wir reden jetzt mit Maria. Mal gucken, was passiert. Du hast ja eine Nummer auf der Müllhalde durchgezogen. Oh. Hast alle zu Tode erschreckt. Ach nee, wartet mal. Bin ich dumm? Ich kann auch hier weitermachen. Erledige Putz. Ja. Sorry. Ich möchte hier noch weitermachen. Logisch. Ist ja immer noch Müllentsorgung. Dass die Polizei hier nichts sagt, hä? Wenn ich hier so fahre wie der erste Mensch. Geil. Also ich glaube, im normalen Leben hätten sie eigentlich schon lange angehalten. Wenn man hier mit quietschenden Reifen. Putzgalonne erledigen. Das ist ja immer noch dazu. Das gehört ja noch, oder? Würde ich sagen, ja. Mr. Honey Suckle. Suckle. Hier rein. Oh. Offiziell geht's ja doch gar nicht lang. Aber wir sind zumindest zwei Fahrspuren. Oh mein Gott. Ich steig mal hier aus. Und schleiche mich ran. Frage ist natürlich. Ja gut, ich kann Granaten machen. Molotow-Cocktail und C4. Naja, sind ja ein paar. Alter, sind ein paar viele. Da hinten ist noch einer. Wow, crazy shit. Wenn irgendwer uns auf die Pelle rücken will, dann bitte sofort. Guck mal, was passiert. Du bist tot und merkst es nicht. Geh in Deckung. Ihr seid tot und merkt es nicht, ihr Verrückten. Aua. Weg, 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 weg.
weiter geht's hier hinten lang. Ja, komm. Ich wollte jetzt mal die Waffe wechseln, Mensch, mein lieber Freund. Jetzt tu doch mal was dagegen. Da bist du also. Wo denn, hä? Mein Kumpel. Mein Kumpel, die Wumpel. Oh, hä? Was auch immer das jetzt war, das war irgendwie böse. Wow. Ich muss nachladen. Da schießt er was Crazyhaftes. Wo ist der Nächste? Hallo? Läuft. Ah, fuck, schon wieder falsch genommen. Shit. Ja, ja. Ich mach dich alle, mein Freund. Geht's hier rein? Nö. Auf jeden Fall liegt hier ganz viel Kohle. Oho. Money, money, money. Money, money. Aha, die machen ja also eine illegale Müllentsorgung. Die Wichser. Guckt euch das mal an. Das ist ja verrückt. Die Arschlöcher. So, jetzt können wir noch eine schusssichere Weste. Holen wir uns erstmal die schusssichere Weste. Ja, definitiv. Und davon machen wir das. Ach ne, da müssen wir da rein, das ist ja langweilig. Mach, na, geh mal hier runter. Müllsorge finde und zerstöre die Verklappungskähne. Bin ja mal, das haben wir beim letzten Mal gemacht, oder? Egal. Lasseter Leopard, das ist ein richtiger Leopard hier. Ein feuerspuckender Leopard. Und. Was für ein Zufall, es funktioniert hier wieder alles. Mensch, es hat er wieder aufgebaut innerhalb von den 10 Minuten, wo ich hier mal unterwegs war. Also, in-game vielleicht 10 Minuten. Das wäre crazy gewesen. Hä? Jetzt gar nicht hier lang. Komme ich jetzt hier runter? Jungs, wie komme ich denn hier runter? Da müssten wir ja so lang fahren. Und hier, aha. Alles klar, bin da. Ich fahre auch ganz sachte, dass mich keiner hört. Ich stelle mein Auto natürlich so hin, dass mich keiner sieht. Dass keiner von den Leuten, die vorbeilaufen, wieso laufen ganz viele Leute vorbei, denken, ich würde das Böse tun. Anlegeplätze der Verklappungskähne. Ah, die sind beide draußen. Die sind alle drei draußen. Das ist ja verrückt. Der angelt und der macht nichts. Könnte ich also den hier nehmen? Und die beiden. Wie kann ich jetzt die beiden gleichzeitig töten? Was sagt ihr? Guck mal! Au! Bam, 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 bam! Was für ein Schwachsinn. Ich kann sogar die Tür aufbrechen. Von innen. Sinnvoll? Hier ist auch gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Bestimmt liegt das daran, dass ich schon mal war. Ich habe gesagt, ich war ja schon mal. Ich weiß nicht, warum es nicht gespeichert hat. Keine Ahnung. Ist auch egal. Wir raiden jetzt mit der guten Maria. In der Hoffnung, dass die gute Maria jetzt irgendwas Verrücktes mit uns macht. Zu Burke würde diese... Ja, hier, doch. Burke würde hier gut reinpassen. Oh, sorry. Da war keiner da. Ach so. Sind wir hier falsch? Ficken. Ich muss ja hoch. Was ist hier los? Leute, was ist hier los? Warum schwebt denn dieser Mast? Ho! Krass. Wusste ich gar nicht, dass das so crazy ist. Also muss man auch tatsächlich dazu sagen,
Ach, bin ich dumm. Bitte nicht kaputt gehen. Hä? Wie dumm war denn das jetzt? Der pingelt jetzt in die Ecke oder was? Der Sack. Wenn es für Sie Zeit ist, Tiefseetauchen zu gehen, dann geht mir das am Arsch vorbei. Wenn du nicht bereit bist, auszutrinken, dann lass den Becher lieber stehen. Weißt du, was ich meine? Warum kann man manchmal in solche Dinge rein, wo nichts ist? Das habe ich mich schon tausendmal gefragt. Gut, ich weiß warum. Weil wir hier rein können. Hier hochlaufen können und das Ding da oben holen können. Und sonst kann man das wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Oh, was ist das hier? Kommunistische Propaganda in Barclay Mills. Aha. Die habe ich jetzt weggemacht. Weil Kommunismus ist nicht gut, sagt er. Das Auto ist ganz schön laut. Der läuft hier so ein bisschen rum. Und das ist mein Auto. Hallo. Wer pfeift denn hier? Ich pfeife hier nicht. So, wir reden jetzt schnell mit Maria. Haben wir ja schon dreimal gesagt, dass wir mit Maria reden. Und dann können wir bestimmt hier zur Mülldeponie und die erobern. Dann ist die Frage, wer kriegt dieses Gelände hier, diesen Bezirk. Burke oder Vito? Oder Cassandra? Was sagt ihr? Ich würde sagen, zu Burke passt das hier irgendwie. Oh, ist das hell. So, meine Liebe, ich komme. Wow, 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 was hab ich denn jetzt gemacht? Alter Schwede. Alter, krass, krass, krass. Was hab ich denn jetzt gemacht? Oh nee. Was hab ich denn nur? Vorne Platten, ja, ja, überall Platten. Ach du Scheiße. An alle Einheiten im Warnungsgebiet. Verloren. Ich muss hier rein und gucken, ob das geht. Ja! Ich fand das schon ganz schön crazy. Wir machen das Ding einfach anders und dann sieht mich keiner mehr. Hier, den hier bauen wir ein. Yeah! Und dann kann ich immer noch nicht machen. Schade. Mal nehme ich einfach eine andere Farbe, oder? Och, pink. Ja. Ich hätte bitte gerne ein pinkes Auto. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich nehme es einfach, weil ich hoffe, dass es dann wie pink ist. Nee, das ist ja auch schwachsinnig. Jungs, ich muss doch hier vorbei. Mensch, mach da mal was. Na gut, in der Zeit hole ich mir einfach dahinten das Dingelingelingelingelingeling. Ist das außen oder ist das innen? An alle Einheiten. Verfolgung okay, ist außen. Suche abbrechen und streitig wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Okay. Hier drin, oder? Ja. Sehr nice. Schon wieder zwei. Zwei ist besser als nichts. Kann man hier noch irgendwo was machen? Hier kann man raus, oder? Exit, ja. Was kann man hier machen? Aha. Hier kann man auch raus. Das ist ja crazy. So. Ja, ich habe gar kein Fahrzeug, mein Guter. Das ist nicht mehr ganz so schön. Aber ich habe die Polizei wenigstens weg. Und das war echt crazy. Das kann man nicht nochmal machen. Ich denke, wenn du ganz normal spielst, geht das. Aber wenn du auf
Simulation ist es, glaube ich. Ja. Oh, ich habe nichts gemacht. Oh, krass, ey. Das war auch schon wieder übelst knapp. Da hinten ist ein LKW. So, jetzt mit Maria Rain. Du hast den Müllhalde durchgezogen, hast alle zu Tode. Oh ja. Schreckt. Papi, Mr. Simmons hat mich heute entlassen. Papi. Das scheint sie zu freuen. Anscheinend steckt die Firma in Schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da raus bin. Nichts wie weg hier. Ist Papi jetzt auf der Halde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Hängt ganz von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Ich weiß immer noch nicht, wo Mr. Simmons sich da reinmanövriert hat. Tja, meine Liebe, das weiß ich ja auch nicht. Aber da ist sie auch selber schuld. Definitiv. So, hier, das gute Ding nehmen. Und dann ist es schon wieder soweit, dass wir hier Tschüss sagen können. Tschüssi, Bumpusi und Snizzy Ruby. Bis zum nächsten Mal, dann holen wir uns Papi Simmons. Also, haltet die Ohren steif und schaltet wieder ein, wenn es heißt Mafia 3. Ich freue mich auf euch. Vor allem freue ich mich aufs Töten. Bis dahin. Tschüss. Oh. Was mache ich denn mit meinem coolen Auto hier? Egal. Ich versuche einzupacken, während ihr das Ganze beendet hier. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.